Religion ist Liebe. Liebe ist Religion. Von nichts ist die Menschheit in unterschiedlichen Gesellschaften und Kulturen so überzeugt wie vom Wert der Liebe. Ist eine Gesellschaft, eine Religion, eine Philosophie ohne Liebe lebenswert? Lebenswert vielleicht, aber liebenswert? Können sich Religionen auf eine gemeinsame Herzensbasis Gibt es eine kulturell übergreifende Basis für Liebe und Erotik? Ja, Vertrauen, Urvertrauen in die Schöpfung, das Ja-Sagen zu dem, was im Augenblick geschieht. Im Hier und Jetzt präsent sein lässt uns den Einklang mit den Zyklen des Lebens erahnen. Rausch der Nacht. Die Quellen, die mit Glanz umschreiben, was Liebesblicke suchen, zeigen, schimmern, funkeln, glühen, flüstern. Soll ich dich suchen oder meiden, dir folgen, nahen, dich umkreisen durch weite Gärten? Liebe ist eine Einladung, dem irdischen Taumel der Vergänglichkeit für Augenblicke zu entfliehen. Naturwissenschaften suchen Erklärungen für die Welt, für das Universum und für das Leben. Sie erforschen Ursache und Wirkung. Religionen streben danach, dem Leben und der Menschheit Sinn und Bedeutung zu geben. Und die Liebe? Welchen Sinn hat die Liebe? Mit Frau ist Mann unzufrieden und ohne auch und umgekehrt. Wer sich hingegen für das Gemeinwohl auf
Die Liebe der Jugend gleicht einem Labyrinth aus Rausch, Enttäuschungen, Aufbruch und hoffnungsvollen Erwartungen voller Irrungen und Wirrungen mit ungewissem Ausgang. Die Liebe des Alters einer Wüste aus Einsamkeit und Abschied oder einer Oase aus weiser Gelassenheit mit Ausblick auf die Kamele, die der Jugend hinterher trauern. Sanftmut. Leidenswege ziehen leise, bitterschwere, enge Kreise. Fragend geht der Blick nach innen, bildet fruchtbares Besinnen. Strahlend heilt ein heller Stern, Sinn erfüllt den Wesenskern. Spiritualität verklärt die Morgenröte und das Geschehen der Tage. Sternschnuppen erotischer Wonnen verzaubern das Gewand der Nacht. Quellen und Meere der Liebe umfangen die Zyklen der Schöpfung. Ist das Leben ein göttliches Spiel der Liebe oder ein Liebesspiel der Schöpfung? Wer weiß? Im Spiel der Liebe gewinnen sie und er. Es gibt keine Verlierer. Prinz und Prinzessin erringen die Krone der Lust in Umarmungen der Wonne, im Kuss der Erweckung. Und doch, wie viele Frösche muss eine Frau küssen? Geliebte, Geliebte, trink mit mir die Schale Himmel, tauch in den Duft das Bad der Rosenquelle und leer mit mir die Sternenbecher. Wasch mit der Glut der roten Lippenwelle den Erdenstaub vom Blütenfächer. Wir fegen weg den widerlichen Schimmel des Verderbens, die blinde Wissensflucht, der Faden.
Verliebte befinden sich in einem vorübergehenden Zustand von Geistesgestörtheit. Während der Hochphase werden körpereigene Drogen ausgeschüttet. Neurowissenschaftler haben nachgewiesen, bei Verliebten zeigen bestimmte Regionen im Gehirn eine erhöhte Aktivität. Sie sind für positive Emotionen zuständig. Andere Gehirnareale werden zeitweise deaktiviert. Diese Zustände haben... Sind lose Beziehungen eine Lösung? Ja und nein. Früher war es leichter, bis ans Ende der Tage treu zu sein und zusammen zu bleiben. Die Menschen wurden nicht so alt wie heute. Mit 30 war in der Regel Schluss. Das lässt sich mit einer oder einem aushalten. Aber bis 80? Wie soll das gehen? Das ist einfach zu... Was ist das Wesen der Liebe? Eltern lieben ihre Kinder. Werden sie ohne Bedingungen und Erwartungen geliebt? Liebe realisiert sich im Öffnen und Entdecken des Lebens, im Hier und Jetzt. Kinder verkörpern das. Das Hier und Jetzt weist uns den Weg, die Reise, verflochten in dem großen Lebensbrausen. Gemeinsam atmen wir auf gleiche Weise, um uns als Gäste teilend einzuhauen. Liebende versprechen vor der Premiere des ersten Aktes fast alles. Doch was lösen sie auf der Bühne ein? Dümpelt das Boot des Lebens in Trauerspielen dahin? Kentert es in einem Drama oder wird es von einem Taifun erfasst und in die Untiefen eines Infernos? Thank you.
Lust und Liebe. Der Einklang von Natur und Geist ist der Kunst vorbehalten. Wissenschaft und Wirklichkeitsmodelle verblassen angesichts ihrer Magie und Ausstrahlung. Kunst kann, wie die Liebe, das Leben läutern. Sie verkörpert Wesen und Verbundenheit des Weibes. Selbstlose, altruistische Liebe, die Nächsten- oder sogar die Feindesliebe, hat das Wohl des Anderen im Blick. Sie findet ihren Sinn im Ideal, im Mitleid und in der tätigen Caritas. In der Vereinigung von Mann und Frau, im Orgasmus, erahnen Liebende eine höhere Wachheit und die Macht der Liebe ist eine Einladung, dem irdischen Taumel der Vergänglichkeit für Augenblicke zu entfliehen. Welcher Ort ist besser geeignet, Liebe zu zelebrieren oder auch den Verlust eines geliebten Menschen hinter sich zu lassen, als das Meer? Am Strand, Wellenkronen überschlagen sich, Muscheln, Steine, Quallen auf Schritt und Tritt, angeschwemmtes Seegras, gestrandete Flüchtlinge. Ruf am Morgen. Lächeln, lachen und erwachen. Es ist Zeit, das Glück zu pflücken und den Tag ans Herz zu drücken. Auf Flügeln, die das Licht bewohnen, klingt der Vögel Melodie ins Ohr.